Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute mal wieder eine Deathrun Map und zwar 500 Level Default Deathrun. Map Code ist in der Videobeschreibung und ich muss dazu sagen, es gibt auf dieser Map einen XP Glitch. Ja, der euch ein paar tausend bis, ich glaube, das Maximum, was ich bekommen habe, waren 40.000 XP für den Battle Pass. Und ja, den XP-Glitch zeige ich euch natürlich ganz am Ende, da, wow, da wo es zu sein hat. Wir starten aber auch direkt rein und lassen uns einmal die Map vor Augen führen. Ja, wollen wir mal schauen, ja. Was war das? Wollen wir mal schauen. Alles klar. Und es gibt wieder XP pro Save Point. Es gibt leichte und schwere Hindernisse tatsächlich. Sprinten ist aktiv, so muss es sein. Ja, nee, nicht mit mir hier, ne? Nein! Scheiße! Auf ein neues! So. Und ich sag mal so, wenn man mal rechnet, 13 EP mal 500 solcher Dinger. Ja, das rendiert sich. Das sind bei 100 Leveln 1300 XP und das jetzt nochmal alles schön mal 5. Es lohnt sich, diese Map zu spielen. Und ich muss sagen, es ist eine meiner Lieblingsmaps, wenn es darum geht, mal schnell, easy, cheesy, chillig XP zu kassieren. Wow, da war von hinten eine Falle, die ich nicht gesehen und kommen sehen habe. Ja, nee, dich habe ich gesehen. Oh, die können wir mit Sprinten rüberspringen. Chillig. So, warte mal kurz, bis Ausdauer gerackt ist. Oh, sicher, sicher. Nein! Oh, Schwein gehabt. So. Ah, 45 Level haben wir schon. Es gibt leichte wie auch schwere Level hier tatsächlich. Nein! Nein! Scheiße! Ich dachte, ich krieg's wieder hin. So. Oh, Schwein gehabt. Nein! Fuck! Ich hätte einfach nur um die Ecke springen brauchen. Ungefähr so. Ja, nö, lass mal. So. Wow! Alter Ike! Hä? Was war denn das? Der hat einfach nicht ausgelöst! Ach komm!
komm! Warum löst denn der das nicht aus? Machen wir es halt so. So. Aber nicht so. Da war ein Loch. Hä? Okay. Nein. Alter, was? Machen wir es halt so. Was? Mach mal so. So. Und so. Nein! Ich war drauf, ich hab's gesehen. Meine Ferse war drauf. Ach komm! Willst du mich verarschen? Oh nein. Miau. So. So. Na, nicht so. Alter, hab ich ein Schwein gehabt. Na, nein. Nein! Okay, das übereckt, das mag ich halt überhaupt nicht. Aber wir haben es geschafft. Ja, 80 Level haben wir schon. Nein! Oh Mann! Hahaha, nicht mit mir! Oh nein! Oh nein, das war das Beschissene! Ja, man hat auch manchmal mehr Schwein als Verstand. Schön mal hier drauf bleiben. Nein. Oh Mann. Ich dachte, ich krieg's hin. Ich dachte, ich bekomme das hin. Oh nein. Oh oh. Ich hab's geschafft. Und wir haben das 100. Level schon mal erreicht.
Nein! Da bin ich zu weit gesprungen. Für den XP-Glitch müsst ihr tatsächlich die ganze Map einmal durchspielen. Aber es lohnt sich tatsächlich. Oh, Schwein gehabt. Hallo? Nein! Das ist böse. Das nicht. Nö, da wartet doch wieder eine Falle, ich wusste es. Okay, wir können es auch so machen. Oh nein, das wird schwer. Oh, ich hab's geschafft. Nice, da bin ich sonst immer ein paar Mal verreckt. Nein! Ich hab's kommen sehen. Ja, ich hätte abbremsen sollen. Ich war am Rand. Das ist ein bisschen beschiss. Oh, hier einfach drüber. Ja, es war klar, dass da eine Falle ist. Okay, nice. Gleich beim ersten Mal geschafft. Oh, schaut mal, 8000 EP gerade bekommen. Alles schön für den Battle Pass. Ja, solche Maps lohnen sich tatsächlich. Vor allem, wenn man sie mit mehreren spielt, dann kriegt man tatsächlich sogar mehr XP pro Checkpoint und am Ende kriegt man auch noch mehr XP raus. Das habe ich jetzt mittlerweile alles schon festgestellt, als ich mit meinen Söhnen zusammen gespielt habe und mit Darko. Nein. Machen wir das anders, so. Hey! Oh.
Hallöchen. Nein. Darauf jetzt erstmal einen Schluck Kaffee. Für die, die stört, schaltet bitte ab. Ich trinke meinen Kaffee, weil wir wohnen, wie ich will. Geschafft. Schön. So. Ja, 200 haben wir schon erreicht. Sind wir fast bei der Hälfte. Versteckte Secrets gibt es hier leider keine, dass man vielleicht noch ein paar XP mehr farmen könnte, aber man kriegt so schon sehr viel bei raus, außer man stirbt. Nein! Ich hätte auf das obere springen sollen. Ungefähr so. Und so. Ach komm, das schaffen wir auch so. Ja, da gibt's kein Secret, schade. Hab's geschafft. Haha. Da hätte man auch hochklettern können, tatsächlich. Nein! Ach komm! Bei der Hälfte oder was? Ja, bei etwas über der Hälfte. Nein!
Im Übrigen, den XP-Glitch am Ende, den kann man, ach komm, jedes Mal neu machen, wenn man das, die Map durchgespielt hat. Ich müsste jetzt lügen und sagen, die XP werden dann zwar ein bisschen weniger, aber ich weiß es nicht ganz genau, weil ich mir nie merke, wie viel ich da kriege. Ich weiß nur so ansatzweise ungefähr, wie viel das ist. Aber beim ersten Mal habe ich halt tatsächlich wirklich zwischen 20.000 und 30.000, sage ich jetzt mal, bekommen. Und das hat sich tatsächlich gelohnt. So, für 10 Minuten Spielzeit gab es auch nochmal 8.000. Nice. Nein. Ich will aber nicht auf diese Dinger springen. Die sind nervig. Oh nö, nicht schon wieder. Ja, ich hab's trotzdem gemeistert. Ja. Wow. Stimmt, da war ja was. Nee, das nicht. Ha. So. Nice, nice, Drachi. Hä, ich stand doch gar nicht mehr drauf. Jetzt fühle ich mich verarscht. Ey, jetzt fühle ich mich ganz verarscht. Das dritte Mal? Was? Aber jetzt. Bei 300. Oh, da gab es ein Bounce-Pad. Das war aber knapp. Eine Falle? Oha. Aber von unten natürlich. Oh Mann. Oh nein. Ich hab's geschafft. Nein! Ah.
Oh nein. Oh yeah, ich hab's geschafft. So macht man's aber nicht. Aber so. Wenn ihr Maps habt, die ich mal spielen soll, schreibt mir den Map-Code in die Kommentare. Ich schaue mir die Map an. Und dann werde ich sie spielen und aufnehmen und auf YouTube bringen. Natürlich werde ich dann auch euren Namen erwähnen. Und ja, das, was ihr gerne noch wollt. So, jetzt gehen wir nochmal sicher hier. So. Oh, leuchtender Stahlträger, nice. So. Nein. Nein. Ich wusste es. Irgendwoher wusste ich, dass es da eine Falle ist. Ich war zu weit. Nein! Natürlich braucht man Sprint. So. Hallo? Geht doch. Nee, so geht's nicht. Erstmal ein Schluck Kaffee. Damit meine Konzentration gesteigert wird. Ach komm, ich war doch. Oh Mann. Na, was war ich denn? Oh Mann, es wird mal kleiner. Ui. Das war aber echt knapp. Bei den Ringen müsst ihr echt aufpassen, dass ihr immer am Rand seid, weil man kann mittendrin durchfallen. Auch schon das ein oder andere Mal passiert. Auch wenn man es weiß, es passiert trotzdem gerne mal wieder.
Nicht so weit, danke. Oh nein. Oh, geschafft. Was war denn das für ein Bug? Das hat er mal voll geleckt. Hallo? So, wieder 8000 EP für weitere 10 Minuten Spielezeit auf dieser Map. Die nehmen wir noch dankend an. Nein, ich mach das. Ich vertrau diesem Jump-Pad da unten nicht. Weil er auch direkt eine Falle ist. Nein, der wollte nicht springen oder die wollte nicht springen. Ui, ui, ich habe da eins übersprungen aus Versehen. Ups. Ja, wir sind gleich bei 400 angekommen, nice. Jo, wir sind bei 400. Warum? Ich frag dich, warum das so hell ist. Kannst du mir vorstellen, dass man da wieder durchplumpst? Ja. In der Luft Doppelsprung auf eine Wand zu. Ungefähr so. Wow. Okay, ich muss früher abspringen. So ungefähr. Ah, Vorsicht. So, einmal jede Taste mitgenommen. XP gut geschrieben bekommen. Da mache ich auf jeden Fall noch ein Level Up da mit dem Glitch. Ihr fragt euch bestimmt auch, warum ich ab und zu mal welche auslasse, von wenn hier so eine 3er, 4er Dinger sind und mal alle nehme. Da gehe ich dann einfach nur auf Nummer sicher. Dass ich das auch schaffe.
Okay, ich glaube, ich habe da unten Bounce Pad gesehen. Jo. Nee. Ich hab's geschafft. Ja, sind wir ja gleich am Ende hier. Sehr schön. Kurz ein bisschen tricksen, so. Na komm. Wow. Darauf einen Schluck habe ich. Der muss jetzt einfach mal sein. Ich hab's trotzdem geschafft. Ausdauer, Regen, bitte, danke. Alter, da war wieder eine Falle. Hui, 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 hui. Ich bin ehrlich, diesen Weg musste ich immer, ich glaube, 4-5 Mal pro Durchlauf rennen, weil ich immer irgendwo hängen geblieben bin. So. Das war knapp. So, wir sind am Ende angekommen und jetzt zeige ich euch den XP-Glitch. Wir rennen erstmal durch. Gibt 21.000 XP und jetzt rennen wir nochmal zurück. 18.000. So, und wir rennen wieder zurück. 12.000. Das war jetzt das dritte Mal. Und dreimal kann man es machen und ihr habt gesehen, es gab sogar mehr, es gab 70.000 knapp. Und wenn man sich die Münze jetzt hier gönnt, ist man durch. So,
Das war die Default 500 Level Death Run Map mit dem XP-Glitch. Wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.